Ersten Weltcupsieg feiern. Jan Hörl. Bedingungen sollten das zulassen. Boah, sieht gut aus. Super flüssig. Guck dir das an. Ja. Jan Hörl schlägt, so wie es aussieht, Marius Lindwig. Warten wir zunächst noch aufs Ergebnis. Die beiden waren ganz, ganz knapp zusammen und Lindwig hat super Noten bekommen. Aber es sind 128 ja. Meter. Das wird reichen. Das wird reichen für Jan Hörl. Erster Weltcupsieg für ihn. Der lag in der Luft irgendwo und er hat das Ding hier durchgezogen. Er hat hier Wiesler gerockt von Freitag bis Sonntag. Zwei Siege für ihn. Erst mit der Mannschaft und jetzt Sven hier mit einem berauschenden Flug. Du hast gesagt, es hat sich angekündigt in Einzelsprüngen und es gab keinen Wettkampf bisher, wo es wirklich dann auch durchziehen konnte, weil immer irgendwas dazwischen kam. Vielleicht ein technischer Fehler von ihm, mal schlechte Bedingungen. Aber heute und hier hat es wirklich super gepasst. Sven, dein erster Weltcupsieg? Wann, wo? 98 bei der Tournee in Innsbruck. Nee, Quatsch, in Bischofshofen. So muss er sich jetzt fühlen. Ja, genau. Tournee wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, ja. Aber es ist der erste Weltcupsieg